Oida, was geht ab, Leute? Hunger. Wie ihr sehen könnt, ist mein Gebiet endlich freigeschaltet. Dank Philipp. Es gab ja letztens die neue Abstimmung. Zwei Gebiete konnten gewählt werden. Ich glaube, ich war wieder der Einzige, der gestimmt hat für das Gebiet Nummer 1. Aber Philipp, ihr wisst, viel zu freundlich, hat gleich die letzten vier Gebiete freigeschaltet. Gebiet Nummer 2 mit Allianz Arena hat sich schon mal, wie nennt man das, bewährt. Und zwar wo ist gestern dort dreimal Dragon gespawnt bei der Arena. Also das Gebiet muss man im Auge halten. Und das auch im Nest. Bei mir, also habe nicht damit gerechnet, dass da jetzt irgendwie krasse Spawnpunkte sind oder so. Deswegen hat das jetzt auch keine Eile. Obwohl das schon immer sehr komisch war, weil hier ging das gerne. Hier ging das gerne. Und genau dieser Bereich wurde abgeschnitten. Als wäre das halt Absicht von Philipp gewesen. Aber jetzt geht's ja. Schaut dann an Philipp, checkt die Map ab, spendet. Also schon interessant, danke Philipp. Ich werde mal mein Gebiet ein bisschen erforschen. Aber bevor ich das mache, muss ich leider in die Uni noch eine Klausur schreiben. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich suche schon mein Leben lang, doch jetzt ist es soweit. Das war's mit der Prüfung. Lief besser als ich dachte. Also, ich hatte vor, falls es schlecht läuft, die gute Arena da gegenüber Platz zu machen, aber lief besser als gedacht. Kumpel ist gekommen, hat mitgeschrieben, obwohl er nicht einmal im Semester da war. Haben viel gecheatet. Shoutout an Barisch, den Cheater. Falls wer unseren Yu-Gi-Oh! Channel schaut, der weiß Bescheid. Gehört vielleicht nicht auf den Pokémon-Channel, aber so ein kleiner Tipp für euch. So habe ich es immer gemacht und mache es weiterhin. Wenn die Klausuren verteilt werden, dann legt eure Unterlagen einfach mit auf den Tisch. Das ist halt weniger verdächtig, als wenn ihr so einen kleinen Spickzettel habt. Dann geht es schon. Leider stand auf meinen Unterlagen nichts Brauchbares, deswegen mussten wir unsere Handys benutzen und Google. Da zahlen sich die 5 GB aus, die ich für Pokémon benutzt habe, geholt habe. Ansonsten gehe ich jetzt ein paar Bälle farmen, weil ich jetzt keine mehr habe, stecke ich in die erstmal und dann sehen wir uns. Items wieder aufgefüllt, hatte keine Bälle mehr, weil letzte Zeit
Modulplatz wieder aktiv war. Module, es wird wieder wärmer, wo jetzt gerade keine aktiv sind. Und gerade wo ich ausgestiegen bin, kamen neue Nachrichten. Es gibt tatsächlich ein Valentinstag-Event. Ich lese mal vor. Doppel-Candy. Jedes Mal, wenn du ein Pokémon fängst, sprühtest oder verschickst. Und Buddy-Pokémon wieder brauchen nur die Hälfte der Kilometer, also genau wie Halloween. Darauf haben sich alle gefreut, alle gewartet. Alle ihre Dratinis, Galaxus, Lapras noch da gelassen für Doppelbonbons. Ich natürlich auch. Seht ihr dann später. Also soll heute um 8 Uhr anfangen. Also ihr seht das Video am Donnerstag, da hat es schon längst angefangen. Da haben wir wahrscheinlich schon die ganze Nacht durchgezockt, zumindest ich. Dann gibt es erhöhte Chance, rosane Pokémon zu finden, wie, wer ist der, das Ei-Pokémon da, Chansey, ich weiß es gerade nicht, das deutsche, Clefable und andere pinke Pokémon, Cleffer, Iglybuff und Smoochum, die Baby-Pokémon, erhöhte Chance zu schlüpfen, auch wenn ich schon 10 Kustula geschlüpft habe, echt unnötig, Module, 6 Stunden anstatt halbe Stunde, das ist echt abnormal. Das ist echt krass, also das ist sozusagen wie Halloween-Event und Christmas zusammen, also erhöhte Chance Baby-Pokémon zu schlüpfen, längere Lockmodule, aber viel länger, also 6 Stunden. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, 6 Stunden für ein Modul. Da kann man ja ewig dran sitzen. Schauen wir mal, dann halt dasselbe wie bei Halloween, also da waren wir sogar jeden Tag draußen, also ich hatte Blasen an den Blasen. So oft und die ganze Zeit draußen waren wir. Hoffentlich bringt das Spiel wieder ein bisschen Hype. Die Leute haben rumgeheult wie kleine Bitches. Hoffentlich sind die jetzt mal ein bisschen, wie nennt man das, befriedigt. Halt mal endlich im Maul und spielen einfach mal Pokémon. Hoffentlich tauchen die Jungs auch mal wieder auf aus ihrem Schatten. Wir werden es sehen. Ich chill jetzt noch ein bisschen. Schauen wir mal, was ich mache. Das Event startet erst um 8 Uhr. Ich habe um 17 Uhr noch einen Termin. Schauen wir, wie lange das dauert, und dann denke ich mal, bin ich die ganze Nacht draußen. Lief ganz gut, also kein Stress, keine Probleme. Studium läuft, wie ihr seht. Da links ist Odeonsplatz, Hofgarten. Ich hatte einen Bus eigentlich zum Ostbahnhof, wollte ich hin, aber da vorne sind 4 Module an. Ich glaube, da dachte jemand, das Event hat schon angefangen. Hat die Module noch ein bisschen schnurren und dann geht's zum BP. Bordeaux-Platz angekommen, ist noch relativ leer, ich habe noch eine Viertelstunde, ein paar Leute sind schon hier, aber die sind gerade essen, die Jungs kommen auch gleich, Tati ist tot, der kann glaube ich nicht kommen. Ich habe jetzt schon ein bisschen vorbereitet, ich habe die Inkubatoren angemacht, weil die Eier, die man vor dem Start hat, da gibt es keine höhere Chance, dass Kusilla oder so kommt, aber weiterhin Doppelbonbons, also das heißt, die Eier vor dem Event sollte man brüten während des Events. Dann die Eier, die man während des Events bekommt, nicht unbedingt.
die habe ich jetzt gestartet. Ich habe mein Body geändert. Gelaxo genug Candies, vor allem jetzt, wenn ich die verschecke und zwei Bonbons pro Gelaxo bekomme. Eigentlich habe ich auch genug Dratinis, aber ich gehe gerade mal mit Dratini heute. Ein bisschen noch und dann vielleicht mit Janera, ich weiß nicht. Schreibt unten in die Kommentare, mit wem ihr geht, bis das Event gleich losgeht. Ich mache noch einen Countdown rein und dann nächste Folge, erster Tag vom Event. Das war's von mir und dem Event, das jetzt gleich anfängt. Wir haben die Nacht durchgemacht, das seht ihr in der nächsten Folge. Aber cool, dass ein Event endlich stattfindet. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dem Event haltet und was ihr während des Events macht. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.